Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Krebsgeborenen. Dies ist das Kurzreading für euch im Bereich der Partnerschaft, dem zweiten Lebensbereich des Bagua, der dem Element Erde angehört. Ich zeige euch hier mal auf meinem neunteiligen Bagua, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns hier im Bereich der Partnerschaft, dem zweiten Lebensbereich. Ja? Wir haben hier den ersten, das ist die Karriere, dann die Partnerschaft, dann die Familie, den Reichtum, hilfreiche Freunde, Kreativität, das Wissen und der neunte Lebensbereich ist dann der Ruhm. Und immer wieder beziehe ich mich auf diese neuen Lebensbereiche in meinen Videos. Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Genau. Ja, und wer stärkt den Bereich der Partnerschaft? Das ist das Element Erde und das sind alle Erdfarben, wie zum Beispiel Orange, Braun und Gelb. Und wer nährt und fördert diesen Lebensbereich der Partnerschaft? Das sind alle Feuerfarben, also Rot, Lila, dann Pink und auch Rosé, so zart Rosé. Genau. Und die stelle ich mal hier her. Und ich habe euch auch wieder mein Bild mitgebracht, Liebestraum. Es steht für mich für, ja, Partnerschaft, Verbundenheit, Treue und auch sexuelle Energie. Und als Affirmation könntet ihr euch auf ein Zettelchen schreiben: Ich bin auf gleicher Augenhöhe mit dir. Ja, das wollen wir ja auch in der Liebe. Und ja, ich habe mich schon mal eingestimmt auf die jetzige Legung mit Zimtapfel. Ich habe Zimtapfel verräuchert und der Apfel ist ja ein sehr ja, ist als Symbol, steht ja auch als Symbol für die Liebe. Und der Zimt hat so was sinnlich Weiches, also so einen sinnlich weichen Geruch. Also ich finde, das passt sehr gut zum Thema der Partnerschaft. Und dann wollte ich euch noch gern, wie bei den anderen Sonnenzeichen, auch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, wenn ihr euch von Energien befreien wollt, die vielleicht einfach alt sind und die ihr gar nicht mehr braucht, dann ist es oft hilfreich, sich mit Badesalz aus dem Toten Meer abzureiben. Das gibt es sehr günstig bei DM, Müllermarkt oder Rossmann. Und ich nehme dann immer so eine Handvoll und reibe mich auf dem Oberkörper ein und auch die Arme. Das kann man unter der Dusche machen. Und wenn ihr es unter der Dusche macht, dann könnt ihr auch ein kleines Gebet sprechen. Liebe Engel, bitte befreit mich von allen Energien, die nicht zu mir gehören. Vielen Dank. Ja, genau. Und heute wollen wir mal schauen, meine lieben Krebsgeborenen. Ich möchte mal mit dem Romantik-Tarot schauen, ob ihr euer Gegenüber, euren Wunschpartner, vielleicht schon aus einem früheren Leben kennt. Ist fast schon gesprungen. Schauen wir mal. Und wie ihr heute im heutigen Leben zueinander steht, meine Lieben, ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da sehen dürfen. Aha. Ja, ihr habt euch bereits gekannt, meine Lieben. Bekannt. Bekannt. Vielleicht war einer von euch beiden tatsächlich bekannt, berühmt. Weil ich hab hier zweimal einen Herrn, der ein Instrument spielt. Schaut mal. Einen Querflötisten. Und hier auch wieder zweimal die Querflöte. Seht ihr das hier? Hier die Flöte und hier die Querflöte. Wow, also anscheinend war das da im damaligen Leben ein sehr musikalischer Mensch. Und er hat schon Gefühle gehabt für euch, meine lieben Damen. Also ich deute jetzt für euch Damen, meine lieben Herren, ihr deutet mir das bitte um.
Schaut mal, ja, und ihr wart, schaut mal, ihr wart ein Paar. 10 der Münzen in einem früheren Leben. Und das alles sind sehr gefühlvolle Karten, wie ich finde. Sehr achtsam und wertschätzende Energien, die mir hier entgegenströmen. Jetzt schaue ich mal, wie ist es denn im jetzigen Leben mit euch? Ja? Wie geht es euch im jetzigen Leben miteinander? Ja, was dürfen wir denn da wissen? Dankeschön. Oho. Ah ja. Ja, im jetzigen Leben. Ja. Seid ihr auch verbunden? Schaut mal hier, meine Lieben. 4 der Kelche. Ja, der Herr macht Avancen der Dame. Ja. Also er weiß, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Und ja, es scheint auch eine sehr feurige Energie zu geben hier mit Ast der Stäbe. Eine feurige Energie hier mit dem Strumpfband. Also ja, also es ist anscheinend eine ziemliche, eine große Anziehung zwischen euch. Und die junge Frau hier, die rennt ja auch dann schon dahin, wo sie hin will. Das ist spannend. Das ist spannend. Ja, was rät denn hier das Tarot? Was rät dir, meine lieben Damen, in dem Falle jetzt das Tarot? Schauen wir mal. Was rät dir das Tarot? Wow, wow, meine Lieben, das ist die Chance eures Lebens. Das ist die Chance eures Lebens. Mit hier, wartet mal, da muss ich schnell spicken, das Gericht, genau. Genau. Hier, ja, also hier ist die Gerichtskarte. Das Tarot sagt, ja, also lasst auch euer Herz sprechen, denn hier, das steht immer für Herz oder Verstand. Hier mit der Münze habe ich mehr den Verstand, ja, den ihr hier einschaltet tatsächlich, ja. Also Herz oder Verstand. Insgesamt hat die Beziehung eine Basis, auf jeden Fall. Okay. Okay, ja, aber ich denke mal, dass euch dadurch, dass ihr euch aus einem früheren Leben kennt und das sehr, also einen sehr romantischen Touch hatte damals, ja, habt ihr das wahrscheinlich noch in eurem Energiesystem und ihr glaubt immer noch an diese romantische Liebe zwischen euch, ja, an dieses fürsorgliche und liebevolle, ja. Und im jetzigen Leben dominiert vielleicht tatsächlich eher diese stürmisch-sexuelle Energie, sag ich mal, ja. Und auch die Münze, also mehr dieser, nährt mich diese Liebe, ja. Und hat sie Stabilität, also auf jeden Fall ist das Potenzial da, ja? Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Okay, ja. Wunderbar. Jetzt frage ich mal mit den Engel der Liebe Orakel von Doreen Virtue. Was dürfte man denn für wissen, was war denn im vergangenen Leben das Thema? Schauen wir mal, was war denn im vergangenen Leben eigentlich das Thema? Im vergangenen Leben? So, hier haben wir schon Past-Life-Beziehung. Mhm.
Ihr habt euch schon früher gekannt, meine Lieben. Das ist die Bestätigung, dass ihr euch früher gekannt schon habt, ja? Genau, das ist die Bestätigung. Und schaut mal, ein sehr schönes Paar, ja? Ein sehr schönes Paar, was wir hier haben, ja? Wow. Genau, das stelle ich mal hier her. Und für das, und genau, ich habe noch eine Karte, und zwar das Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Geduld und Vertrauen war damals anscheinend wichtig im früheren Leben. Geduld und Vertrauen. Okay. Das war anscheinend wichtig. Jetzt stelle ich es mal so her. Geduld und Vertrauen. Und jetzt frage ich die Karten, welches Thema haben wir jetzt im Hier und Jetzt? Welches Thema haben wir hier im Hier und Jetzt? Welches Thema haben wir im Hier und Jetzt? Aha, 3 sind gefallen. Uiuiui. Okay. Ha, schaut mal, Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Leidenschaft, schau, das passt hier zum Ast der Stäbe. Viel Leidenschaft ist hier. Wow. Wow. Ich schiebe es mal kurz rüber. Leidenschaft, meine Lieben. Dann haben wir hier sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Schaut mal. Indem ihr euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch die Kinder, meine Lieben. Die Kinder spielen noch eine Rolle im Hier und Jetzt. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Ah ja. Okay. Naja, das ist natürlich, deswegen fielen wahrscheinlich auch diese stabile Münze hier, denn entweder habt ihr im Hier und Jetzt gemeinsame Kinder oder ja, was natürlich immer auch für eine gewisse Stabilität ja steht, ne? Und deswegen sind auch jetzt im Hier und Jetzt ist die Gerechtigkeit hier mehr am Werke. Das heißt also, ihr dürft Herz und Verstand in Einklang bringen, sozusagen, ja? Das ist anscheinend wichtig, dass ihr da eine Balance findet aus dem, was eine Beziehung eben an Stabilität benötigt und Leidenschaft, ja. Ich meine, wenn man Kinder hat, dann kann man nicht immer nur das hier leben. Und das ist ja auch irgendwie völlig normal, ja. Okay. Ja, schön. Also, meine Lieben, sich gegenseitig kennenlernen ist immer gut. Ich muss mal hier zurück. Genau. Und auf jeden Fall Vertrauen aufbauen. Vertrauen ist in einer Beziehung immer wichtig. Genau, tun wir es mal hierher. Vertrauen ist wichtig und sich gegenseitig kennenlernen. Das sind eigentlich sehr schöne Karten und ja, wenn Kinder dann noch das Glück krönen, ist es natürlich umso schöner, meine Lieben. So, ja, jetzt hoffe ich, dass euch die Legung gefallen hat, dass ihr wieder gewisse Impulse für euch mitnehmen konntet. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über euer Abo oder über liebe Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Servus.